Ja, wir spielen 60 Seconds. Es ist der 30. Tag und unseren, ja, Vault, ich will nicht Vault sagen, Bunkerbewohnern geht es vielleicht gar nicht mal so gut. Timmy, wow, das sieht echt krank aus. Und Ted scheinen vielleicht nicht mehr so, ja, psychisch nicht mehr so auf dem besten Stand zu sein. Die Weiber bewahren ruhige Birne. Mal schauen, was hier passiert ist. So. Haha, wir könnten doch mit diesen Geräuschen friedlich zusammenleben, oder? Vielleicht schaffen wir es sogar, uns mit ihnen anzufreunden. Also, es ist nichts Außergewöhnliches darin, dass Timmy mit einer Dosensuppe auf dem Kopf spaziert und tut so, als ob es seine, als ob es sein Helm wäre, oder? Das ist nur ein unschuldiges Kinderspiel, oder? Und im Bunker macht es uns Langeweile, wirklich zu schaffen. Ja, zu viel davon führt uns zu seltsamen Orten, echt. So, Mary Jane ist erschöpft, Timmy sollte etwas essen, Timmy hat einen Dachschaden. Hervorragend. Okay, Mutter und Kind braucht Essen, so wie der Herr. Und das bekommen sie auch. Wir können jemanden auf Expedition schicken. Nicht mal die Wahnsinnigen. Okay, das sieht nochmal, das unterstreicht das Ganze nochmal sehr gut, dieser Bart, denn ja, okay. Wir brauchen eine Beschäftigung, verdammt. Und wenn sich hier nicht mal jemand erholt und irgendwie ein Kartenspiel oder sowas fehlt oder vielleicht nicht ein Händler bin, dann könnte das vielleicht zu unerwünschten Problemen führen. Was unsere Herren hier, ja, machen. So, Mary Jane ist ziemlich hungrig, Mary Jane ist durstig, Timmy ist brav, ohne Wasser wird Dolores nicht mehr lange überleben. Und Ted braucht Trinken. Okay. Okay. Eltern brauchen Trinken. Und Mary Jane braucht Trinken. Nee, Mary Jane braucht beides. Okay. So, so. Okay. Mary Jane fühlt sich ausgezeichnet. Hervorragend. Ihr Bruder und ihr Vater sind wahnsinnig geworden. Hat Dose als Helm und fucking Teddy-Kopf. Da in der Hand. Aber hier geht's gut. Geht's ausgezeichnet. Null Empathie, die Fettesau. So. Kakerlaken scheinen immer besser organisiert zu sein. Am Anfang hat es nur ein paar davon gegeben. Aber letztens sehen wir ganze Reihen, die im Gänseschritt durch unseren Bunker marschieren. Wir müssen dieses Problem lösen, bevor ihre Zivilisation die unsere überholt. Zum Glück gab es noch keine Probleme mit den Kakerlaken, aber ich will das Ganze nicht herausfordern und in jenem Sinne tun wir die beste Waffe der ganzen Menschheit, welche je erfunden wurde, vor allem im Atomkrieg. Also sie wurden nicht im Atomkrieg erfunden, oder? Ich weiß es nicht. Es gab noch keinen. So, in jedem Sinne, hau raus, die Kakerlaken. Oder hau ihnen das Spray in die Fräse, zwischen die Augen, wie auch den Räubern. Wo sind die Augen von Kakerlaken? Ah, werde ich hinterfragen. So. Hi. Timmy hat, Oi, ja. Okay. Okay. Ich stoche auch gerne Leuten im Auge rum, vor allem Teddys. Hier geht's erschöpft. Willst du mich verarschen, du kommst trotzdem raus, ne? Verdammt, jetzt ist die erschöpft oder was? Leckt mich fett. Und er spricht immer noch mit seiner Socke. Schön. Wir haben den Kampf gewonnen und vielleicht sogar den Krieg. Als das Massaker schon vollzogen war, haben wir aus dem Bunker die Überreste der Insekten entfernt und sie neben den Bunker platziert. Mögen diese Gerippen eine Warnung für alle anderen Insekten in dieser Gegend sein. Mit uns sucht man keinen Streit. Es bringt bestimmt etwas oder es lockt andere an, die das essen wollen. Aber nein, 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 das ist eine Warnung. So. Es beeindruckt, wie gut Mary Jane zurechtkommt. Heute geht es ihr gut. Heute geht es ihr gut, sie ist erschöpft. Okay, aber sie kann raus. So, es ist vielleicht höchste Zeit, dass Timmy trinkt. Und Dolores geht's gut. Timmy braucht trinken. Und Mary Jane wird rausgeschickt, denn wir brauchen unbedingt eine Beschäftigung. Und Mary Jane nimmt das. Nimmt sie den Koffer vielleicht mehr? Kann sie vielleicht mehr mitnehmen? Weiß nicht. Komm, Gewehr. Hau raus. Taschenlampe gehe ich nie wieder raus. Und Bad Luck, wie wir damit hatten. Das war nicht normal. So. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Je schneller sie zurück ist, umso besser. So, Timmy ist brav. Die Frage ist, wie lange er durchhält. Dolores, geht's gut.
Allen geht's gut. So, von draußen erreichte uns ein Schrei, öffnend der Name der Freiheit. Wir waren uns nicht sicher, wer dieser Sprecher der Freiheit genau ist, aber die Geräusche deuteten auf eine ganze Gruppe hin, die wahrscheinlich bewaffnet war. Jemand, der sich so vorgestellt hätte vermutlich keine Bedenken, jemanden im Namen der Freiheit umzubringen. Sollen wir öffnen? Ich rufe mal meinen Berater an. Meinen dritten Berater. Ich habe nämlich mehrere Berater. Ist unglaublich. Frage ist, wen nehmen wir uns diesmal zur Hand? Sie sind verbunden mit der Vodafone. Danke! Meine Berater sind stets da. Ja, der Mann. Leck mich! Ja, Fer? Nee. Ah. Ja, alles fit? Ja. Okay, pass auf, ich habe eine Frage, ja? Ja. Es ist eine wichtige Sache. Also, ich chill gerade mit meiner Familie im Bunker, ne? Weil Fallout, weißt du. So. Ist ja ein bisschen eskaliert, ja. Neulich. So. Und, ja. Von draußen hat uns ein Schrei erreicht. Öffnen im Namen der Freiheit. Und wir wissen halt nicht, wer das ist. So. Und das klingt so, als wären es mehrere, vielleicht bewaffnet. Soll ich jetzt die Tür öffnen oder nicht? Öffnen. Okay, mach ich. Danke, mein Experte. Was? Wenn das so ist, dann öffnen wir natürlich die Tür. Im Namen der Freiheit. Diese Gruppe, vielleicht die Regierung. Man weiß es nicht. Hoffen wir das. So, wir haben eine Axt. Hoho, der Name der Freiheit. Ein Träumchen. Nachdem wir die Tür geöffnet haben, begrüßte uns eine Gruppe Oberstufenschüler. Sie waren ziemlich gut bewaffnet und sahen so aus, als könnten sie für sich sorgen. Sie haben uns nach feindlichen Kämpfern in der Umgebung gefragt. Wir konnten ihnen nicht helfen, aber einer der Kids überließ uns seine Reserve-Axt. Wer kennt sie nicht? Ich meine, so eine Reserve-Axt, das haben wir alle. Aber falls wir uns verteidigen müssten, als wir sie gefragt haben, warum sie das tun, sagten sie, Wolverines tun sowas. Schön. Schön, Wolverines tun sowas. Timmy ist noch nicht im Vollbesitz der geistigen Kräfte. Kartenspiel jetzt aber auch mitnehmen müssen, mitgeben können. Ne? Also wäre eigentlich besser gewesen als eine Axt. Jonas braucht Wasser und Ted braucht Wasser. Dann geben wir den älteren Herren, ja nicht, ihren Kram, den sie wollen. So, das Lager der Räuber in unseren Straßen hat uns letztens auf die Palme getrieben. Sie benehmen sich wie wilde Tiere, wir lassen uns es nicht gefallen. Jemand sollte ihnen zeigen, dass die harmlosen Überlebenden in der Einöde nicht nur elende Opfer sind. Wir sollten diejenigen sein. Das sehe ich genauso. Hauen wir dem mal richtig hart aufs Maul. Den hauen wir aufs Maul. Tag 35. Allen geht es gut. Träumchen. Wir haben mutig das Lager gestürmt. Und warte mal. Ah, okay, er hat immer noch seinen Seckenfreund. Und das X ist jetzt woanders. Fragwürdig. Wir haben mutig das Lager gestürmt und mit voller Kraft Flüche und Drohungen geschrien. Und glücklicherweise gab es dort niemanden, der unseren Mut hätte bewundern können, weil die Räuber irgendwo weggezogen sind. Das Lager stand offen, vielleicht denken die Räuber, dass die Bewohner des Ödlands Feiglinge seien. Wir sind es bestimmt nicht. Furchtlos haben wir aus ihren Vorräten das mitgenommen, was wir tragen konnten, und sind mutig in den eigenen Bunker zurückgelaufen. Und ich sehe gerade schon, seht ihr das? Seht ihr das? Das da? Mein Finger reicht nicht lang genug. Aber da ist die Gasmaske. Die ganze. Ja. Die wir eigentlich gar nicht brauchen, weil es im Ödland voll clean ist. Aber macht mir das nicht kaputt. So. Furchtlos haben wir aus unserem Vorräten das mitgenommen, was wir tragen konnten, und sind mutig in den eigenen Bunker zurückgelaufen. Wir glauben, dass es der endgültige Beweis dafür ist, dass wir nicht gefährdet sind. Die Axt ist weg. Wofür haben wir die genutzt? Ach so. Ja, die brauchten wir ja, um niemanden zu töten, weil niemand da war. Aber die Axt. Ja. Vielleicht gestolpert. Keine Ahnung. So, ein wenig Wasser. Timmy wird es nicht verachten. Dolores hat seit langem nichts mehr gegessen. Und Ted geht's gut, obwohl die Welt zum Teufel gegangen ist. Ihm geht's vielleicht ein bisschen zu gut. Das auch ohne Drogen. So, Dolores hat Hunger und Timmy hat Durst. So soll es sein. Und so soll es nicht mehr bleiben.
Ja, das Militär war wieder auf Sendung. Diesmal haben sie uns darauf gedrängt, dass wir nach dem Anbruch der Dunkelheit nach draußen gehen und mit der Taschenlampe dem Flugzeug Signale geben. Sieht ganz danach aus, dass wir diesen Ort bald verlassen werden. Ich hoffe doch, ja? Raus aus dieser Hölle. Tag 36. Unseren Herren geht's immer noch nicht allzu super. Obwohl, es geht ihnen auch nicht schlecht. Ihnen geht's halt ein bisschen... Vielleicht sind sie auch glücklicher, so, ich weiß nicht. So, alles ging nach Plan, aber dann gab die Taschenlampe ihren Geist auf. Zum Glück haben wir es geschafft, sie im letzten Moment zu reparieren, gerade als wir das Heulen des Flugzeugs gehört haben. Wir sind fast sicher, dass der Pilot uns bemerkt hat. Wir werden sehen, ob sie umkehren, um uns mitzunehmen. Tag später ist es vielleicht ein bisschen spät. Timmy geht es gut, oder zumindest war es so vor 5 Minuten, wenn es gerade um... Ja, da, da. Okay, allen geht's super. Keine Vorräte müssen genutzt werden. Und ein Kartenspiel haben wir immer noch nicht. Wir sind niemals ins Casino, Spielhallen oder ähnliche Establishments, oder? Egal. Gegangen. Demzufolge, als an unserer Tür ein Typ aufgetaucht ist, der sich als ehemaliger Pokerspieler ausgegeben hat, sind wir skeptisch geblieben. Er hat uns eingeladen, ein Spiel mit uns zu spielen. Der Einsatz lag bei 2 Wasserflaschen und wir durften uns ein Spiel auswählen. Ja, also Wasser haben wir eh genug. Wäre eh ein bisschen unnötig gewesen. In jedem Sinne haben wir eh nichts. Von daher brauchen wir uns darüber nicht mal den Kopf zerbrechen. Tag 37 bereits. In dieser gottverlassenen Apokalypse. Und was war das? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da war, das sah so weiß aus am Augenlid. War das schon die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. So, Glücksspiel ist eine schreckliche Gewohnheit. Was für ein Vorbild für die Kinder. Wir brauchen die Vorräte, aber wir werden sie nicht auf diese Art erwerben. Ja, das ist ja... Wir sünden nicht. Wir sünden nicht. Genau, wir sündigen nicht. So, schon eher... Das ist gar keine Sünde, oder? Jedenfalls in den Geboten. Scheiße, ich bin nicht religiös. So, Ted hat sich heute völlig widersinnig verhalten. Während des Mittagessens ist der plötzlich vom Platz aufgesprungen und hat angefangen, die an der Wand hängende Gasmaske zu boxen. Wobei er sie mit plumpen Beschimpfungen überhäuft hat. Nein! Warum, Ted? Offensichtlich war er davon überzeugt, dass es ein Unbekannter ist, der nach unserem Blut und Dosen verlangt. Zwar waren wir über seinen linken Haken und natürlich eine Hingabe und Kampfbereitschaft beeindruckt, aber solche Heftigkeit passt überhaupt nicht zu ihm. Außerdem eignet sich die Gasmaske jetzt nur noch zum Müll. Ted hat ihr wirklich gezeigt, wer hier die Hosen anhat. Ja, beim Frühstück haben wir entdeckt, dass etwas von unseren Vorräten fehlt. Okay. Erste Reaktion war, die Schuld auf die Kommunisten abzuwälzen. Aber es hat sich schnell gezeigt, dass Timmy der Schuldige ist. Offensichtlich ist er komplett Paranoia in komplette Paranoia geraten. Er murmelte immer noch vor sich hin, dass wir ihn hungern lassen, und wirft uns Blicke voll des Misstrauens zu. Timmy sollte etwas essen, das glaube ich auch. Und Dolores braucht Wasser. Ted hat Hunger. Und braucht Wasser. Moment. Was braucht Dolores? Wasser, okay. Timmy essen. Und Dolores Wasser. Ui, Essen wird langsam auch ein bisschen knapp. So, nochmal möchte ich mich mit denen nicht anlegen. Beziehungsweise kann ich gar nicht mehr, denn durch das nicht auf Gegner treffen geht natürlich eine Axt kaputt. Oh, fuck. Hätten wir nur die Gasmaske mitgehabt, nicht wahr? Aber nein, Ted! Du bist natürlich mit deinem Sockenfreund auf die scheiß Gasmaske boxen, sodass da ein Loch drin ist. Ach, goddammit. Wenigstens das Gewehr noch mitgenommen. So, nach außen zu gehen und diese Bestien zu provozieren, ist das letzte Blabla. Wir freuten uns sehr, dass Mary... Okay. Ach, hier. So, die alte Bibliothek im Stadtzentrum wurde in einem Schutthaufen verwandelt. Die einzigen erkennbaren Gegenstände sind ein paar angesegnete Bücherregale und die Überreste des Schreibtisches der Bibliothekarin. Unter den Überresten des Gebäudes haben wir ein bisschen Wasser gefunden. Die Flaschen sind verstaubt, aber die Flüssigkeit sieht ausreichend sauber aus. Mary Jane verdient Essen. Und Mary Jane leidet an einer Krankheit, verdammt. Das gefällt mir nicht. Es ist vielleicht die höchste Zeit, damit Timmy trinkt.
Okay, Essen und Trinken für die Kinder. Dolores geht es ziemlich gut, oder sie kann einfach keinen eigenen Grund zum Klagen finden. Und Ted geht es gut. Okay, nochmal. Aha. Moment, wie war das? Kinder? Oder? Ja, genau. Beide Kinder trinken. Und Mary Jane, hauen wir mal den Kasten rein. Oder? Nö, tun wir nicht. Die braucht eh Kaiser. Also, ich bin mir unschlüssig. Ich überlege, sie vielleicht zu opfern. Beziehungsweise nicht meinen Verbandskasten für sie zu nutzen. So, wie opfern sie denn? Erwachsene sind wertvoller als Kinder. In diesem Spiel. Ja. Und die Kinder haben Trinken, ja. Gut. Erwachsene sind hier wichtiger, denn ohne Erwachsene läuft der Bunker nicht. Wenn wir hier Kinder haben, dann ist das Spiel zu Ende, wenn wir keinen Erwachsenen im Bunker haben. Deshalb brauchen wir immer einen Erwachsenen im Bunker und demnach würde ich so einen Kasten nur für einen Erwachsenen nutzen und nicht für die Mary Jane. Außerdem frisst die viel, ja? Heute hat ein junger Mann an unserer Tür geklopft und uns um Hilfe gebeten. Er hat gesagt, lala. Okay, Zwillingsschwester retten wir nicht. Es geht um uns, nicht um die anderen, ja? In der Apokalypse darf man ruhig auch mal etwas egoistisch werden. Beziehungsweise gruppenegoistisch. Gruppenegoistisch, gibt es das? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Was für ein Leichtsinn, in unserer Räuberlager zu gehen, um Streit zu suchen. Diese Leute sind total verantwortungslos, zwar sehen sie freundlich aus, aber nicht freundlich genug, dass wir für sie unser Leben riskieren. Mary Jane ist hungrig, ich sag's doch. Timmy ist mutig, ich kann mal rausschicken, glaube ich. Kranker Bastard. Angesichts der schwierigen Lage ist Dolores ziemlich ruhig. Okay. Ted versucht es zu verstecken. Es ist aber sowieso sichtbar, dass er immer größere Probleme mit sich selbst hat. Oft erwischen wir ihn versunken. in ein Gesprächen mit der Handpuppe. Der Socke. Okay. Mary Jane ist hungrig. Und Dolores ist hungrig. Haut rein. Vorräte werden vielleicht knapp. Wir schicken Timmy raus. Denn ihm geht's gut. Er hat seinen Teddy, damit mal alle kaputt. Jedenfalls verstört er damit alle. Das muss reichen. Es ist schwer, hier unter der Erde zu sein, hier zu wohnen. Wir sollten uns über etwas freuen, was wir haben. Sonst könnte es noch schlimmer kommen. Das Wichtigste ist Dankbarkeit, Leute. Auch in der Apokalypse. Gerade da in der Apokalypse. Dankbarkeit. Ja, die kleinen Dinge. So. Red Jane sieht so krank aus. Ich weiß nicht, wie das kommt. Es fällt schwer, sich angesichts einer solchen Situation keine Sorgen zu machen. Manchmal fällt es uns schwer, uns mit dem Gedanken, das Leben in diesem dunklen kleinen Bunker zu verbringen, abzufinden. Trotzdem versuchen wir, die Hoffnung nicht zu verlieren. Mary Jane verdient Essen. Timmy hört nicht auf, sich seltsam zu verhalten. Also, warte. Mary Jane hungrig! Und Erwachsene trinken. Mary Jane ist echt ein Verbraucher. Nicht normal. Okay. Timmy und das Gewehr. Ich glaube nicht, dass es gut geht. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Gib mir das Gewehr mit. Oder? Nein, natürlich nicht. Gib mir die Karte mit. Timmy, du machst das. Siehst auf der Karte. Hey, wo ist der Kram? Wo ist der Loot? Dann holst du den Loot. Kranker Typ, du. Mary Jane verdient Essen. Mary Jane braucht Wasser. Dolores hat sich erholt. Ted, seine psychische Gesundheit ist für uns ein Grund zur Sorge. Schade, dass wir ihm nicht helfen können. Okay, Mary Jane trinken Essen, ja? Richtig. Und der Rest braucht nichts. Gut. Darum wollte ich das Gewehr nicht mitgeben. Ach nee, ich hab's mitgegeben, ne? Aber ist egal, wir haben das, glaube ich, ganz gut getimed gerade. Diese Räuberlager bereitet uns noch immer Probleme. Hauen wir das Gewehr raus. Beschädigt. Beschädigt? Das ist nicht beschädigt, das ist... Was habt ihr damit gemacht? God damn it. Wir haben den Kampf gewonnen gegen uns. Gegen uns konnte diese Räuber nicht ausrichten. Wir haben sie schnell überwältigt und vertrieben. Wir sind etwas erschöpft, aber es war die Mühe wert. Wir hoffen, dass sie uns einige Zeit in Ruhe lassen.
Mary Jane verdient Essen und ja, das war's eigentlich auch schon. Mary Jane, hau rein. Dolores hat einen Streit um die letzte Suppendose vom Zaun gebrochen. Sie hält Naki hartnäckig daran fest, dass wir sie aufmachen und alles schon heute essen. Es wäre wahnsinnig, alle übrig gebliebenen Vorräte an einem Tag zu vertilgen. Sollten wir uns heute satt essen oder doch die Zankdose für später aufbewahren? Was ist das für eine Frage? Ich mach das schon die ganze Zeit so, dass ihr nur, wenn ihr komplett am Arsch seid, essen dürft, ja? Also bitte. Oh Gott, jetzt dreht er noch mehr durch. Okay, vielleicht ist der Zustand gar nicht mehr so gut. Ich hätte Dolores es vielleicht geben können, weil Dolores hier die einzig normale ist. Ja, okay. Die Verhandlungen haben die letzte Nacht gedauert. Scheiße, wir haben kein Essen mehr, ne? Aber endlich haben wir es geschafft, uns zu einigen. Dolores hat erlaubt, die Suppe für später zu behalten. Gut. Dolores hat einen kühlen Kopf. Die weiß Bescheid. Wenn es Mary Jane nicht bald besser geht, sollten wir mit dem Schlimmsten rechnen. Niemand wird trauern. Dolores braucht Wasser. Ted knurrt im Magen. Ted braucht Wasser. Okay. Für mich. Moment. Okay, für 4 Rationen reicht das noch. Also für einmal die ganze Familie durchfüttern. Eieieiei. Ja, 4 Rationen noch. Gut. Wir haben gerade das Mittagessen beendet, sofern man das so nennen kann, als wir ein Klopfen an der Tür gehört haben. Der Klopfende hat sich für einen Händler ausgegeben. Wir haben nichts zum Handeln. Traurig. Durchaus traurig. Mary Jane lebt noch. Der Unbekannte war sichtlich enttäuscht, aber das ist nicht unserer Sorge. Spätestens anlässlich des Weltuntergangs sollte man sich daran gewöhnen, wie sehr das Leben mit Enttäuschungen gefüllt ist. Jeder muss trinken, Mary Jane auch. Können wir etwas Wasser geben, ihr? Das war tolles Deutsch. Ohne Wasser wird Dolores nicht weiter durchhalten. Ted beschwert sich nicht. Okay. Du brauchst Wasser und du brauchst Wasser. Die Räuber, das Übliche. Wie auch immer wir dieses Gewehr zerstört haben. Seht ihr das? Hehe, Spielkarten. Aber kein Essen. Das wäre vielleicht doch wichtiger gewesen, Timmy, meinst du nicht? Also, Essen wäre mir, glaube ich, lieber gewesen. Aber er hat die Karte mitgebracht, wieder. Das ist gut. Ja, man sollte wirklich diesen Räubern zur Ordnung rufen. Wir hatten Angst um Timmy, aber er ist aus dem Irland wiedergekommen. Es sieht ganz danach aus, dass unsere Expedition von einem Fremden verfolgt wurde. Wir müssen vorsichtiger sein, wenn wir nach oben gehen. Bevor wir es geschafft haben, uns nennenswert von dem Bunker zu entfernen, haben wir eine Gruppe von Lumpen bemerkt. Die Lumpen. Sie waren nicht von hier, jedoch haben sie sich in unserer Gegend wie zu Hause gefühlt und frech die umliegenden Wohnungen noch Vorräten durchsucht. Sie waren sehr beschäftigt, wir haben uns also entschieden, es zu nutzen und eine der vielen von ihnen gesammelten Rucksäcke zu beschlagnahmen und kein Essen mitzubringen. Gut gemacht, Timmy. Wenn du während eines Laufes mit einer Tasche auf dem Rücken klirren hörst, kann es nur eines bedeuten. Wasser, wenn wir davon noch immer nicht genug haben, ne? In der Außentasche des Rucksacks war ein Kartenspiel. Das ist auch nicht zu verachten. Vielleicht geht's unseren Herren vielleicht besser mit einer Beschäftigung. Wie wird das? Unter diesen Umständen sind alle ruhigen Tage Gold wert. Zum Glück hat heute Mary Jane nichts Neues erlebt. Timmy braucht Essen und sonst juckt niemand was. Das ist gut. Timmy braucht... Braucht Timmy denn einen Verbandskasten? Den Erste-Hilfe-Kasten? Achso, ihm läuft die Nase. Okay, ja, Kinder verrecken eh, juckern. Ah, ich weiß nicht, soll ich den noch durchfüttern? Mary Jane rausschicken. Mach ich. Ich schicke Mary Jane raus und opfer Timmy. So, dann machen wir ein bisschen Urlaub für die Eltern. Weg von den Kindern. Das heißt, Timmy töten wir und Mary Jane schicken wir raus. Mit nichts. Wenn sie nicht wiederkommt, machen wir auch keinen Verlust. Grausam ist die Welt des Apokalypsmus.
Apokalypsus, alles klar. Wir hatten technische Probleme mit dem Radio und bis zum Mittag ist es uns nicht gelungen, eine Nachricht zu empfangen. Als das Radio endlich wieder in Betrieb war und wir eine Sendung der Armee gehört haben, sind wir sprachlos geworden. Nicht nur, dass sie Versprechen nicht erfüllt haben, noch dazu haben sie uns befohlen, alle unsere Waffen abzulegen, bevor die Soldaten kommen. Wer verlangt so etwas von einem anständigen amerikanischen Bürger? Ja, amerikanisch. Hui. Oh. Timmy ist weg. Hunger hat Timmy verrückt gemacht. Als er bemerkt hat, dass wir nicht imstande sind, ihn zu ernähren, ist er weggelaufen. Da wir kein Gewehr mehr besitzen, sollten die Soldaten uns keine Schwierigkeiten machen. Mary Jane fühlt sich heute noch schlecht. Unser Leben ist kein Märchen, aber Dolores hat gute Laune. Ted sollte etwas trinken. Okay, stabile Sache. Du kommst raus, ohne irgendwas mitzunehmen, denn... Mal schauen, ob du wiederkommst. Verbandskasten werde ich für jemanden von euch nutzen. Hoffentlich nicht müssen. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Je schneller sie zurück ist, umso besser. Dolores möchte etwas trinken. Und wir schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Ob Mary Jane wiederkommt. In der nächsten Episode, in der vierten. Und in jedem Sinne, ciao!